Ja, hallöche meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Wolfenhain. Ja, wird mal ja Zeit, dass ich ein bisschen hier aufnehme. Auch wenn es gleich mal ein Gebiet ist, weil, ja, so mega viel Lust momentan auf Wolfenhain habe ich eigentlich nicht. Aber ich muss es ja irgendwann nochmal beenden, ne? Also kann ja nicht sein, dass ich das jetzt schon 2 Jahre mit mir rumschleppe, das Spiel. Ungefähr wie Final Fantasy 8 damals. Entschuldigung, das ging auch 2 Jahre. Ich habe gerade das Kohlensäure getrunken, also Kohlensäureartiges getrunken. Mit Kohlensäure versetzt, so. Und deswegen muss ich ein bisschen aufstoßen. Ja, Schluck auf. So, stimmt, hier war ja der scheiß Brückentroll auch. Oh Mann, ich habe keinen Bock, ey. Ich hasse das. Hier ist es wieder. Sieh an, kecke Menschen hier. Mit Bisbär. Kecke Menschen nähern sich meine Brücke. Blüffelier. Können wir uns das nicht dieses eine Mal ersparen? Das ist ja nicht mal eine richtige Brücke. Du meinst, es soll das niedliche Küken einfach so zerdrücken, ohne auf falsche Antworten zu warten? Nein, 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 schon gut, schon gut. Wir spielen ein blödes Spiel, böser Troll. Guten Lach, Alter. Dachte ich es mir doch. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Okay. Und diesmal knackt ihr meine Rätsel nicht, ihr jungen Einfallspinsel. Dann Rätseltroll. Wie lautet der ursprüngliche Name dieses Forstes? Oh Gott. Was soll es für eine alte Frage sein? Der alte Rechtsforst ist nicht das, wofür du ihn hältst. Kurzlebiger. Und daran beißt du dir die Zähne aus. Kann ich das überhaupt schon wissen? Ich weiß es nämlich, wie gesagt, gerade nicht. War das in den Schriften da? Nee, da geht es ja um die Schlucht da und um eine andere weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich würde ja mal fast sagen, ich immer ganz kurz Hinweise. Ja. Das Lösungswort kann im alten, okay, gut, dann F12. Kann im alten Reichshaus entdeckt werden. Das heißt, fliegen geht mir schon wieder auf den Sack hier. Und die landen immer so, dass ich nach der Fliegenklasche greife und die erst dann mitkriegen und dann, ja. Okay, also das heißt, wir müssen erst einmal woanders hin. Das ist natürlich super. Das war es eigentlich wieder gescheatet mit der Laden aus Abusung und sowas, mein Scheiß. Ich bin halt jemand, der lädt halt Spielstände. Mir egal. So. Also. Die. Dunkelbeeren. Büsche zum Zerhäckseln. Fliege, die mir auf den Sack geht, verpiss dich. Ach nee, nicht schon wieder. Leute. Und nicht schon wieder die Scheißviecher. Ach, Menno. Blöde Fliege. Ja, komm her. Wenigstens ist es diesmal nur einer. Gegen was waren die normalen Findel? Ich hab's schon vergessen. Ich glaube irgendwie das, was ich eh gerade anhabe, weil, ne? Und so. Zwiestreich, dann. Du machst den Rankenzunger. Ja, okay, das bringt was. Du machst Rundbrand. Damit er anfängt zu bluten, weil so oft wie der angreift, kriegt er nämlich dann nächstes Mal Schaden. Und da der öfter angreift in eine Runde als wir, kommt, hat er jetzt schon 200 Schaden oder sowas. So, du klaust. Gut. Ja, komm, deine Mutti hat dich nicht lieb, du Vieh. Alter.
Ja, oh, gib mir das auf die Eier. Gottverdammte Scheiße. Ist doch nicht euer Ernst. Aber guck mal, jetzt hat er schon so viel Schaden bekommen, dass er... Okay, ich glaube, ich habe die Taktik gegen die Viecher gefunden. Ja. Wunde und dann draufhauen. Und dann bringt er sie selber um. Ein Hydra-Dokument in bemooster Schrift. Ach, das muss ich noch schnell aufschreiben, ne? Da haben wir meine Notizen. Wolfenhain. Auf dem noch dampfenden Leib des erschlagenden Himmelswolfes machten sich alles bei den Riesen breit. Solrir. Solrir? Ist das der Name von dem Wald oder... Muss ich das noch sortieren? Oh Mann, viel zu viel Wege. Viel zu viele Wege. Das gefällt mir nicht. Ich heile mal ganz kurz hier einmal kurz, bevor ich das untersuche. Der Orden sieht es nicht gern, wenn wertvolles Suchtmaterial verschwendet wird. Küken, frag jetzt nicht, welcher Paladin aus einem Wildschwein. Na? Na? Meine Güte, solche Vorlagen muss man doch nutzen. Was ist ein Dreck? Ich hab's verpasst. Oh! Nope. Nobody, nope, nope, nope. Klinge und Feuer. Okay, wir können einfach das lassen. Hallo. Ah, die sollten nicht zu stark sein, denke ich mal. Wir seien denn, hat er stärker gemacht oder so. Das könnte natürlich auch sein. So, Steinhagel. Du. Greifst einmal an. Aua, aua. Du klaust. So. Du machst einmal Steinhagel. Dein ist gleich tot. Das finde ich sehr schön. Der ist jetzt tot. Deine Mutter ist ein Teil, wo du bist. Du kriegst an und tot. Nice. Jetzt haben wir so viele Feldstücke. Und nochmal zweimal Fleisch. Alter, Verwalter, heilige Scheiße. Es ist die Frage, muss ich hier lang oder nicht? Das ist gerade extrem ungünstig. Links oben geht es auch nochmal weiter. Ja, ich hab's gesehen. Das sind 50 Millionen verschiedene Wege und ich weiß nicht, wo hier richtig ist und wo hier, also wo es in der Story weitergeht und welchen und wo es, habe ich die vier schon analysiert und wo es zum, ja, okay. Grabschaufel haben wir noch nicht, aber die werden wir wahrscheinlich nicht mehr treffen. Genauso wenig wie das Vieh. Das ist, weiß nicht, war das Azu oder war das Shesra, der das... Das Vieh hat Shesra auch nicht analysiert, das ist super. Ja. Ist da gerade eine Frosch respawned? What the fuck? Naja. Oh, ich sollte vielleicht auch mal klauen, ne? Ups. Oh, das ist ein Kruste. Ich bin gerade echt auf dem Sack.
Der hat einen verkrummten Hinterlapp, und lebt immer noch. Diebstahl, so. Und die lassen Wasser einmal trocken, okay? Fliege. Die geht mir gerade echt auf den Sack, wenn die hier rauskrabbelt. Stirb. Stirb endgültig. Fixviech. So. War besser halt immer, wenn ich Fliegen erschlage, oder? Ja. Noch ein Frosch, war der vorhin schon da, oder? Okay. Ja, ich bin da oben konzentriert, aber auch nur, weil die Viecher mal ums Sack gehen. Warum? Was ist das denn? Achso, das soll ein. Das soll ein Specht sein. Das sah im ersten Moment aus wie ein aufgespießter Pinguin. Von unten. So, so als wäre das rote da irgendwie Blut und wäre raufgespießt worden. Ja. Pixel. Oh Gott. Nanu, soll die Statue etwas darstellen? Sie hat das Füllhorn und hier sieht die Herrin einmal nicht so steif und streng wie üblich aus. Ich war schon immer dagegen, einen der sogenannten Meister des Südens Götterbildnisse hauen zu lassen. Beim Güldenen, ist das etwa ein Bauchnabel, der davor blitzt? Du weißt es wirklich nicht, wie? Während ich gar nicht hinhöre, was sie da wieder zankt, frage ich mich, ob die Mär vom Füllhorn stimmt. So sind da die Hand vom Füllhorn nimmt, dem Braven die Gabe bestimmt. Und nun? Was soll das denn für eine komische Brunnenform sein? Es sieht fast wie ein Rätsel aus. Und was willst du sagen? Ein dickwandiger Kreis, eingebettet in eine mitteldicke Raute, umschlossen von einem dünnen Viereck. Wo bleibt denn in diesem beiläufigen der Heikerplapperei der Symbolismus und der Wille zur allegorischen Deutung? Nein, der Wetter, so trivial kann das nicht sein. Gewiss steckt etwas Sinnbildliches dahinter. Verkaufter Quark, so verliert man nur den Blick fürs Naheliegende. Und weiter gucken. Gleich aktiviert sich etwas, wenn wir die Formen der Umgebung in Verbindung setzen. Aha. Das soll der Vorschlag sein, darauf bin ich als erfahrener Abenteurer auch schon längst gekommen. Aha. Tja. Ich glaube, ich muss die Lösung hier beiholen. Ich habe so keine Ahnung, was das Rumbulieren ist irgendwie. Gleich ist so gemeint oder so. Und was sehe ich auch mit den. Ich bin schon wieder überfordert. Ich hasse Rätsel. Die sind zwar gut und so, ja, bla, die blub, mir egal, aber ich hasse Rätsel einfach im Spielen. Und meine anderen Medien. Beim Paper und sowas. Ich hasse Rätsel. Das kommt überhaupt nicht klar mit. Um Gott zu setzen. Hat das jetzt resettet oder nicht? Ja, okay. Also. Wo haben wir denn die Reiserolle hier? Okay. Ich doch irgendwie die Blumenkrätze oder so. Nichts gefunden. Geil. Ist das die Quest oder was? Nee.
Müssen wir kurz in die Reiserolle umgucken. Ich hätte gerade absolut keine Ahnung. Also mein erster Gedanke war jetzt, dass Kreis in der Mitte vielleicht voll aufgeblüht halten soll oder so, aber was ist denn mit den Blumen außen rum? Also da habe ich absolut keine Ahnung. Ob ich die in der Mitte irgendwie oder sowas? Wo ist denn jetzt die hin? Bin ich blöd. Da, sag mal. Ich muss ja halt nur mal gucken. Das wird vielleicht auch nicht sein. Das ist nicht auch schon erledigt mit dem Feld, oder? Nee. Also das war das mit dem störrisches Feld, das war das, wurde mit dem Dingens, mit dem Scheißhaufen und so. Das verlorene Schaf habe ich erledigt, Reißen in die Anwelt habe ich erledigt. Spiegel auf vor Korn, was war das denn nochmal? Achso, das war jetzt sogar nur das, war das, wo wir da eine Holzverwahl nehmen müssen, wo wir noch nicht. Helmer kann ich nicht erledigen, der ist ja tot. Erste Amazone ist aber, glaube ich, jetzt auch nichts, wo im Osten, ich bin aber im Westen, glaube ich, gerade oder so. Blut der Erde. Schlundhöhlen. Joba fürs Wuternoss. Ah, da man doch. Aha, okay. Geh mal dahin. Da wäre ich nie und nimmer drauf gekommen. Das soll ein Kreis darstellen, ja. Also grob sieht es aus wie ein Kreis, aber irgendwie auch nicht wirklich, finde ich. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, noch. Hier müssen wir noch. Irgendwas falsch gemacht. Da muss ich ja mit dir reden. Brauchen wir bestimmt. Ah ja, ich glaube, das war richtig. Sieht das Horn schüttelt das Blatt des Lobers aus. Sehr gut. Wie bitte? Das ist es. Das. Vielen Dank, blühende Herren. Vielen, vielen Dank. 800 EP gibt es für die Meisterknobelhörner auch noch oben drauf. Ja. Sie fliegen hier die ganze Zeit, ne? Das ist doch. Kommt eigentlich alle her. Das wie ich. Krebe ich gerade nicht. So, dann haben wir das jetzt erledigt. Okay. Machen wir das. Ich würde auch mal fast mal sagen, wir haben 20 Minuten fast voll. Ich werde hier mal kurz den Cut setzen. Und dann nächstes Mal geht es dann weiter bei Wolfenheim. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.